Mal einen Moment. Ihr werdet ja gerade geräumt, sehe ich. Ja, ja, was ist passiert? Das ist doch jetzt passiert. Ja, spanische Uhrzeit eben, ne? ein bisschen Kaffee trinken noch vorher. Oh, naja, also wie vom Gericht haben, ich habe ja da angerufen, nochmal zu bestätigen. Die haben gesagt, ja, die kommen dann irgendwann. Wann konnten wir nicht sagen, ne? Und jetzt auf einmal haben wir dann die Autos gehört und dann ja, waren sie jetzt hier auf einmal. Ne? Habt ihr damit gerechnet? Die einen also zu 50% ja und vielleicht auch nicht. Wer weiß. Also wir haben uns einfach jetzt überraschen lassen, sagen wir es so. Ne? Ja, herzlich willkommen. Diesmal kein Lost Place oder doch ein Lost Place. Wir sind mal wieder auf der Finca oder ehemaligen Finca von Boris Becker. Die soll jetzt heute geräumt werden. Hier ist einiges passiert. Es gab Gerichtsbeschlüsse und ein Gerichtsbeschluss sagt, dass die Besetzer, die bis jetzt hier gewohnt haben, sich hier illegal aufhalten. Heute werden hier die Schlösser ausgetauscht und es ist eindeutig, die müssen hier weg. Was ist hier alles passiert auf der Finca? Viel. Man hat hier versucht, am Anfang das Ding mit Maklern zu vermarkten. Man hat versucht, das Gebäude und das ganze Gelände zu verkaufen. Gelungen ist das nicht. Und hier, wo ich sitze, hat auch was mit Maklern zu tun. Es gibt jetzt ein Video von einer Pornoproduktionsfirma, was sich da nennt die Maklerin. Und zwar sollte eine Frau oder mehrere eine Maklerin soll dann versuchen, in einem Porno mit ihren Künsten versuchen, eben halt diese Immobilie an den Mann zu bringen. Ja, der Inhalt des Pornosfilms ist wie bei jedem Porno. Es geht letztendlich um Sex, aber dieser Film bekommt einen Titel. Und es heißt Die Maklerin Mallorca Nummer 1. Eine Maklerin soll versuchen, diese Immobilie an den Mann zu bringen. Und dazu soll sie natürlich ihre Fähigkeiten oder besonderen Fähigkeiten nutzen. Wir stehen hier noch in einem Rest der Kulisse. Das wurde nicht weggeräumt. Man kann sich vielleicht vorstellen, wozu dieser Tisch da ist. Vielleicht war es das Maklerbüro, vielleicht haben hier aber auch wollustige Spiele stattgefunden. Das weiß man nicht. Was man in den Zeitungen lesen kann, dass hier in diesen Räumen, also hier im Wohnzimmer oder ehemaligen Wohnzimmer der Finca, dass hier gedreht wurde. Oben im Badezimmer soll gedreht worden sein und das Ganze jetzt schon veröffentlicht. Es soll auch eine Genehmigung vorgelegen haben dazu. Wie weit man damit gehen kann, weiß ich nicht. Und ob das es wirklich gelingt, über ein Porno dieses Gelände zu verkaufen, weiß man nicht. Aber parallel dazu wird eben halt das Gelände geräumt. Ja, auch der Pool hat schon ziemlich gelitten. Die ganzen Fliesen haben sich hier schon alle gelöst. Und naja, ist richtig Arbeit. Hier gab es mal so eine Edelstahlbordüre. Und das ist eigentlich so typisch für dieses Haus. Es ist viel nicht unbedingt technisch optimal gemacht worden, aber man hat da mal so eine Edelstahlplatte an die Wand gedübelt. Und wenn wir sie mal umdrehen oder mal von unten zeigen, ist da Holz hinter. Da könnt ihr das sehen. Und da, ob das auf lange Zeit mit Schwimmbadwasser gut gegangen wäre, das weiß man nicht. Was die Pferde betrifft, die werden übrigens hier auf der Finca bleiben. Die gehören nach wie vor dem ehemaligen Gärtner der Finca, der natürlich ein Anrecht darauf hat, hier seine Pferde zu belassen, denn er hat ja noch auf einiges an Geld zu warten und solange darf er laut Vertrag eben halt seine Pferde hier laufen lassen. Es ist auch so, dass sich seit ungefähr einem Jahr zwei Frauen um die Pferde kümmern, die alle 2-3 Tage hier sind, die Pferde striegeln, mit Pferdefutter, mit Heu versorgen, mit Kraftfutter versorgen. Denen geht es jetzt wirklich gut und wenn einige Leute von euch schreiben, die sollen zum Notschlachter, dann ist da nur die halbe Wahrheit dran. Das stimmt so alles nicht. Genau das meine ich mit sogenannten Fake News oder das, was man einfach verbreitet. Informieren statt blamieren, sage ich da immer nur. Und ja, wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr hier dran bleibt. Und es bleibt abzuwarten, ob sich dann jetzt ein Käufer für das Gelände findet. Im Moment steht noch alles leer, noch sind die Hausbesetzer da, aber das sollte sich heute eigentlich ändern. Zusammen, ne? Ja, also auch wenn man nur das Mindeste packen will, ey, ist das schon einiges. Bei mir wäre es noch mehr. Hier gleich einmal zu können.
Du stehst jetzt das erste Mal vorm Tor und darfst nicht rein. Ja, richtig. Was ist das für ein Gefühl? Ja. Irgendwie eine Erleichterung. Also ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also ich denke, dass das jetzt einfach nur so ein Übergang war, in dem uns einfach bewusst geworden ist, was wir wirklich wollen. Das ist uns nämlich bewusst geworden. Wir haben jetzt mehrere Pläne und wie gesagt, ich denke, das wird positiv. Es wird alles im guten Ende. Ja, wir mussten heute dann packen, weil wir gestern vom Anwalt erfahren haben, dass wir heute die Finca räumen sollen. Haben dann halt einfach unter Stress jetzt noch schnell die wichtigsten Sachen zusammengepackt und jetzt wird es wahrscheinlich erstmal in ein Hostel gehen zum Übergang. Ja. Mal einen Moment. Ihr werdet ja gerade geräumt, sehe ich. Ja, ja, was ist passiert? Das ist doch jetzt passiert. Ja, spanische Uhrzeit eben, ne? Ein bisschen Kaffee trinken noch vorher. Oh, naja, also wie vom Gericht haben, ich habe ja da angerufen, nochmal zu bestätigen. Die haben gesagt, ja, die kommen dann irgendwann. Wann konnten wir nicht sagen, ne? Und jetzt auf einmal haben wir dann die Autos gehört und dann ja, waren sie jetzt hier auf einmal, ne? Habt ihr damit gerechnet? Die einen also zu 50% ja und vielleicht auch nicht. Wer weiß. Also, wir haben uns einfach jetzt überraschen lassen, sagen wir es so, ne? Ja, sag mir mal ganz kurz, wie ist das, wenn man als junge Eltern durch den Staat vor die Tür gesetzt wird oder jetzt hier in Spanien vor die Tür gesetzt wird? Naja, es wurde uns jetzt quasi vor der Tür gesetzt, aber auch dann wieder eine andere Tür eröffnet, um reinzugehen. Ne? Ja. Also klar, von einer Seite mussten wir raus, ne? Das sind ja, kann man ja auch nicht verstehen, ne? Von einer Seite. Aber ich finde es auch gut, dass sie dann da noch trotzdem noch hilfsbereit waren, obwohl die auch in der Pflicht sind natürlich. Ja, dass sie uns noch geholfen haben erstmal. Ne? Und dann mal schauen, wie sich dann mit den anderen Sozialarbeitern koordinieren und wie es dann weitergeht. Ja. Wie alt ist euer Kind jetzt? Etwas mehr als 1,5 Jahre. Wie ist das als Hausbesetzer mit einem Kind und dann Hausbesetzen? Geht das? Also es hat geklappt eigentlich. Also, es geht, ja. Also es ist ja auch gar nicht so kompliziert, wie man sich das eigentlich vorstellt. Das ist ja jetzt kein spartanisches Leben wie vor 200.000 Jahren oder so. Das sind ja nur ein paar Jahre zurück. Und man muss halt ein paar anstrengendere Arbeiten machen. Aber eigentlich ist es jetzt nicht wirklich kompliziert, finde ich. Was war eigentlich das Ziel ausgerechnet, diese Boris Becker Finca? Das Ziel war ja nicht die Boris Becker Finca. Das Ziel war, einen Übergang zu finden erstmal. Einen Übergang zu finden, weil wir ja keine Wohnung hatten und dem Kleinen was zu bieten und nicht einfach nur in der Stadt Betonklötze anzugucken, sondern auch mal ein bisschen mit der Natur zu leben und dort was zu lernen. Wie geht das jetzt weiter? Wie wird die Zukunft aussehen? Ja, also wir werden jetzt erstmal für 1-2 Wochen eine Notunterkunft erstmal untergebracht. Und während dann die Sozialarbeiter sich dann koordinieren sozusagen, dann ja, wenn man Näheres erfahren, wie es dann weitergeht. Mhm. Aber erstmal diesen Übergang nochmal. Und schon Planung für die Zukunft? Es gibt schon sozusagen ein paar Wege, die wir schon geplant haben, wo wir auch jetzt noch nicht so entschlüssig sind. Ja, mal schauen. Mal schauen, wir werden jetzt nochmal natürlich jetzt nochmal einen Kopf drüber machen, wo die Pros und Kontras sind dann. Und dann einfach dann austesten, was uns dann das Bauchgefühl sagt. Ne? Wie hat euch die Nachricht erreicht, dass ihr jetzt raus musst? Standen die heute einfach so vor der Tür? Ist das angekündigt gewesen? Praktisch standen die ja eigentlich einfach so vor der Tür, würde ich jetzt mal fast so sagen. Weil uns wurde die ganze Zeit Hoffnung gemacht über die Anwälte und so, dass sie ja den Einspruch, dass der offen ist und dass wir uns ja nicht Sorgen brauchen, es dauert noch und so. Und dann auf einmal kommt ein Brief um Weihnachten rum an, per Guardia Civil mit Übersetzer und allem Pipapo. Wir sollen in 10 Werktagen das Grundstück verlassen. Ne? Das wäre dann 14., also heute. Und das hat der Anwalt uns dann gestern erst wirklich bestätigt, dass das passiert. Ja. Dürft ihr da nochmal zurück? Ja. Nicht zum Wohnen oder sonst was, aber wir haben ja noch unsere ganzen Möbel dort. Und Daniel hat das dann vorhin schon irgendwie abgesprochen mit denen, dass wir
dann einen Termin bekommen können, wenn wir unsere Sachen abholen möchten. Sind die ruhig damit umgegangen? Ist die, ja, wie soll man so sagen, die Zwangsräumung ruhig gelaufen? Gab es Streit dann noch? War absolut entspannt eigentlich. Also die Guardia Civil kennt uns ja auch, also von ATA, die war ja schon öfters mal da. Und die sind immer sehr nett. Also, das war alles entspannt. Wir sind ja auch einfach gegangen. Was war für euch das Schlimmste jetzt? Für mich das Schlimmste ist, wie das systematisch vorgegangen ist. Ne? Wie auch der Anwalt meinte und auch andere Leute die Meinung hatten, dass es nicht nach Protokoll gelaufen ist, so wie es sein sollte, sondern dass etwas mehr dahinter war. So, der Pool ist inzwischen leer gelaufen. Wir sind auch nicht mehr auf dem Gelände oder im Moment nicht. Ich versuche euch natürlich immer auf dem Laufenden zu halten. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch mal was in die Kommentare dazu oder wenn ihr Fragen dazu habt. Im Übrigen ist es so, dass ganz viele Leute versuchen, über diese ganzen Schlagzeilen, die um die Finca sind, eigene zu generieren. Vieles davon sind Halbwahrheiten. Also, wer einen Bericht macht, sollte gründlich recherchieren, mal nachfragen, sich vor Ort informieren, auch bei den Gerichten und bei den Behörden natürlich selbstverständlich und eben halt auch bei dem Insolvenzverwalter. Dann kann man sich vielleicht ein Bild machen. Ansonsten ist das für viele einfach viel zu groß. Als Wohnung, aber eben halt auch letztendlich ja, als Projekt. Aber ihr müsst ja schon die Autos rausholen, weil sonst ihr das alles verlassen und dann verliert ihr die Autos. Ja.